Ja, ich packe meinen Koffer für Berlin und da muss natürlich die Familie rein. Die passt nicht ganz rein und deswegen ein Tischkalender von meiner Familie. Der stand schon in Hannover auf dem Schreibtisch und der kommt natürlich auch mit nach Berlin. Als nächstes, damit ich den engen Draht nach Hause halte, nicht nur politisch in den Wahlkreis, sondern auch zu meiner eigenen Familie, die ich natürlich in Berlin dann sehr vermissen werde, das Smartphone, da kann man auch über FaceTime sich dann mit Videotelefonie sehen. Als zweites, als drittes, das kennt jeder Smartphone-Benutzer, ohne Ladekabel geht gar nichts, die Dinger sind leider viel zu schnell alle, deswegen das Ladekabel nicht vergessen. Ich bin heimatverbunden, komme aus der Gemeinde Gander gesehen, dafür steht der Ganter. Das sollen in Berlin auch alle wissen, deswegen kommt der Ganter auch mit. Und als nächstes, neben Gander gesehen, Landkreis Oldenburg, natürlich der SV Werder Bremen. Hertha BSC kann sich schon mal warm anziehen. Diese Flagge steht, sofern es am 24.09. klappt, ab sofort in Berlin Mitte. Und zu guter Letzt, das leihe ich mir allerdings nur aus, das ist die kleine Robbie von meinen Kindern. Herzliche Grüße an die NWZ-Leser.